Ja, ein neuer Tag, gar keine Lust. Mittwochmorgen, es hat natürlich wieder geregnet heute Nacht. Im Moment ist es trocken, in Anführungsstrichen. Ja, ich werde mich heute weiter hier um den Haufen kümmern. Ich werde mal sehen, dass ich das Zeug wegkriege und auch noch einiges gespalten bekomme. Je nachdem, wie es so klappt. Ich muss jetzt sehen, dass ich mir irgendwie eine kleine Halterung baue. Ich habe jetzt die ganze Zeit so immer was dazwischen weggesägt. Die haben sich gegenseitig gehalten, aber so langsam fliegt mir das um die Ohren beim Sägen. Das ist nicht so günstig. Morgen soll schönes Wetter kommen. Dann geht es hinten bei der Solaranlage weiter. Da stehen ja auch noch ein paar Bäume im Weg. Aber solange das so nass und rutschig ist, brauche ich da gar nicht beigehen. Also geht's heute hier weiter und ich werde mich mal hier um das Zeug kümmern. Ja, Motivation gleich null. Haufenweise Arbeit, die wartet. Mit ein bisschen Glück kommt heute, vielleicht morgen, meine Motorsense. Ich habe so eine Sense aus dem Angebot bestellt. Dann kann ich vor der Garage mal die ganze Wildwiese kappen. Da sind mittlerweile die Brennnesseln 1,20 Meter hoch. Aber dahinter ist noch eine ganze Menge eingelagertes Holz, was auch noch klein gemacht werden muss. Aber dafür komplett trocken ist. Also, das ist dann das nächste, was passieren muss. Ja, ich werde mich jetzt hier mal ranbegeben. Und werde mal da weitermachen, wo ich gestern aufgehört habe. Tja, mal schauen, was der Tag so bringt. Ja, wer hätte das gedacht? Es zeigt sich tatsächlich noch ein bisschen Sonne heute. Ja, ich komme hier so langsam weiter. Das ist so mein provisorischer Sägebock. Klappt ganz gut. Abgestützt hier an dem alten Waschmaschinenteil. Und ich stelle mich links drauf, halte es fest und rechts kann ich sägen. Gehen wir mal gerade rüber. Hier ist auch wieder ein bisschen was dazugekommen. Und hier im nächsten Feld ist auch schon einiges drin, was sich angesammelt hat. Das sind alles die, die nicht wirklich spaltbar sind wegen Ästen. Ich muss sehen, dass ich hier links was rauskriege. Da liegen noch ein paar, ja, Schrankteile drin. Ein paar alte, richtig trockene Holzstämme, die aber zu lang sind. Ja, ich werde jetzt erstmal hier rechts weiter auffüllen ein bisschen noch und dann irgendwann mich um die linke Hälfte kümmern. Das Dach hier oben ist inzwischen wieder provisorisch drauf. Da müssen noch ein paar Verstrebungen rein, damit er stabiler wird. Muss auch noch gemacht werden. Ja, und dann kann ich hier weiter anfüllen. Ja, und die Ecke hier hinten wird auch langsam immer voller. Das ist alles, was noch klein gekloppt werden muss. Da habe ich dann auch noch ein bisschen Arbeit vor mir. Aber erstmal klein sägen, so lange wie es geht. Das selber Schleifen hat übrigens ganz gut funktioniert. Die Säge ist richtig gut wieder drauf gewesen, wird inzwischen schon wieder schlapper und ja, ich muss auch noch mal wieder schleifen. Ja, ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer für mich. Hier vorne ist alles weg. Der Hof ist wieder komplett leer. Der Haufen ist mächtig groß geworden. Ja. Und ganz zum Schluss waren die massivsten Brocken. Da sind schon ganz ordentliche Stämme gewesen. Aber toi toi toi, die Säge hat es gepackt. Ich habe noch nicht nachgeschliffen. Ja, ich bin echt happy, dass ich so weit vorangekommen bin schon mal. Ja, das rechte Feld braucht bald eine neue Klappe noch vorne vor. Da bin ich fast an der Kante. Und das linke wird hier auch schon immer voller. Es wächst so langsam. Es ist noch viel Arbeit, aber zumindest ist schon mal ein Teil vorhanden für den Winter. Jetzt werde ich mir als nächstes die hier vorne vornehmen. Werde hier direkt vor dem Kasten sägen und gleich reinschmeißen. Das muss nicht gespalten werden.
Mein Gott, hier sind wieder Autos unterwegs. Ja, mein Sägebock liegt da schon. Jetzt geht's weiter. So, inzwischen Donnerstagmittag. Ja, das mit dem Sonnenschein, das war heute nichts. Der Himmel ist ziemlich bedeckt. Es regnet zwar gerade nicht, aber ich habe eben schon mal probiert. Ich kriege da oben keinen Halt. Das ist alles zu feucht. Eigentlich soll es den Bäumen da heute an den Kragen gehen, dass die Ecke frei wird, ich oben mehr Licht bekomme. Ja, und hier mit den Solarpanels endlich was gemacht werden kann. Aber es ist einfach zu rutschig. Der ganze Hang ist klitschenass, auch wenn die obere Erde jetzt ein bisschen trockener aussieht. Es ist einfach nur darunter komplett flutschig und massiv steil. Ja, heute wird das nichts. Ich habe keine Lust, mich hier aufs Maul zu legen. Ach ja, Freitagmorgen, der Tag geht weiter, wie gestern der Tag aufhörte. Seit Wochen ist es hier nur am Regnen. Sonne sieht man, wenn überhaupt, nur ein paar Minuten am Tag. Ich habe die Schnauze so voll von diesem Sommer. Ich will nach Spanien, da ist wenigstens schönes Wetter. Ich meine, hier wächst alles noch so halbwegs, aber ohne Sonne wird das alles nicht rot. Tja. Da bin ich am Basteln, alles Mögliche, was jetzt hier noch an neuen Sachen kommen wird. Ja, es macht keinen Spaß mehr dieses Jahr. Es macht wirklich überhaupt keinen Spaß mehr. Ja, gleichzeitig kam eben das hier noch an. Ich habe jetzt hier nicht den Fußboden gewischt. Ja, aber ihr seht dahinter, Muffin kam gerade rein. So sieht das dann aus. Ja, das lohnt sich überhaupt nicht. Da ist sie. Ja, das ist ein kleiner Rasentrimmer bzw. eine Benzinsense. Die habe ich sehr günstig geschossen, auch bei Norma. Ja, wenn ich mir den Karton angucke, bin ich mir nicht sicher, ob da alles drin ist, was reingehört. Der ist also hier schon mehrfach zugeklebt, sehr ramponiert. Hat schon so einige Schläge hier unten drauf auf die Kante gekriegt. Ich werde jetzt erstmal aufmachen und dann mal schauen, was drin ist. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Es war alles dabei. Ich habe mir jetzt montiert. Mit dem komischen Haltegurt bin ich noch am Rumexperimentieren. Der ist irgendwie sehr merkwürdig, aber jetzt soll wohl funktionieren. Ja, hier ist noch der Rasenkantentrimmer. Das Zeug dafür, um es festzumachen, ist auch da. Super Werkzeug haben sie mitgeliefert. Also der Schraubenzieher, der sollte zum Kontern benutzt werden. Hat er nicht so gern gehabt. Der Rest ist auch nur Spielerei. Ja, ich hoffe, das Ding läuft. Morgen hole ich Gemisch und dann wollen wir mal gucken, ob er läuft oder nicht. Und dann werde ich mal ein bisschen draußen schneiden. Ja, inzwischen ist Samstag. Das Wetter ist mistig, wie immer. Es ist zwar nicht am Regnen gerade, aber es scheint auch keine Sonne und es ist sauwindig. Ja. Hier hat sich einiges getan. Hier dieser vordere Bereich geht mir bis untere Decke mittlerweile. Es blüht überall, es wächst wie bescheuert. Es ist eigentlich nur eine riesengroße grüne Wand. In der letzten Zeit, ich habe nicht viel mehr gemacht. Ich habe keine Zeit zum irgendwas beschneiden oder auf irgendwas aufzupassen. Momentan geht es nur darum, dass hier nichts vertrocknet. Ja, es wächst alles vor sich hin. Da unten kommen die ersten kleinen Tomaten. Die hier hängen noch mächtig hinterher. Wir sehen gleich noch weitaus schönere. Hier auf der anderen Seite, ja, da sind noch ein paar von den Pflanzschalen. Das Zeug hat sich alles nicht mehr gelohnt einzutopfen. Letztendlich, ja, da sind noch ein paar Kohlsorten. Vielleicht setze ich die noch um, aber im Grunde genommen ist auch der Kohl, den ich hier eingepflanzt habe, eigentlich ziemlich am ja, rumpisseln, das wird alle nichts dieses Jahr. Es ist zu wenig Sonne hier und irgendwie auch zu schlechtes Wetter. Ja, die Bäume hier sind noch im Weg, aber da kann ich auch erst bei, wenn da unten die Erde dementsprechend trocken ist, dass man da wieder laufen kann, ohne abzurutschen. Hier vorne, die Tomaten wachsen auch wunderbar. Sieht alles ganz gut aus. Wir haben hier schon die ersten Paprikas dranhängen. Die auch wirklich schön werden, wie es aussieht. Das hier könnten ein paar Peperonis werden.
Da sind wieder kleine Paprikas. Ja, alles ganz schön. Hier vorne ist Basilikum. Mein Niembäumchen ist mittlerweile auch ziemlich groß und mächtig wieder geworden. Ja, Nachteile ist, ich sehe es auch gerade hier, da ist ein Blatt, hat schon braune Flecken. Hier ist ein Blatt mit braunen Flecken. Ich habe das Gefühl und die Sorge, da kommt noch was auf mich zu. Der Pilz aus den Kartoffeln scheint sich auch hier zu verbreiten. Ich werde gleich mal sehen, dass ich mir eine Natronlauge mache. Dann kann ich zumindest die Betroffenen ein bisschen einsprühen und hoffen. Und hoffen, dass ich das in den Griff kriege, weil hier vorne ist gleich noch mehr Betroffenes. Hier die Blätter sehen auch nicht so ganz toll aus. Aber ansonsten ist das hier auch ganz mächtig gewachsen. Ich filme das mal gerade von der anderen Seite, das ist einfacher. Ja, wenn man von hier schaut, ist auch eine riesengroße grüne Wand. Da oben blühen die Gurken, Tomaten. Da hängt schon was Schönes Großes. Hier kommt eine Sonnenblume. Da ist eine Riesentomate, also die hat schon richtig Größe erreicht. Ja, die Blätter hier unten sehen nicht ganz so gut aus. Da scheinen sich die ersten Zeichen von der Braunfäule abzuzeichnen. Da hat man auch so ein paar braune Stellen. Das ist alles nicht schön. Ich werde gleich erstmal hier noch abschneiden und werde dann anschließend sprühen. In der Hoffnung, dass die Pflanzen das so weit überleben, dass es nicht auf den Stiel übergreift, so dass die zumindest noch reif werden und auch nicht die anderen noch alle krank werden. Ja, Scheißspiel. Der Sommer war einfach viel zu feucht. Ja, hier unten sind auch noch schöne Tomaten. Und da ist schon eine Gurke. Neben der Riesentomate hier oben, da ist auch schon eine Gurke. Also überall gibt's was, überall passiert was. Da blühen wieder Paprikas, da blühen Paprikas. Ja, da ist noch was Kleines, eine etwas größere, da oben wächst. Und es blüht und kommt noch alles Mögliche hinterher. Hier sind ein paar Cherry-Tomaten zwischen. Da kommen die nächsten, da sind welche. Ja, eigentlich ganz schön, eigentlich ganz positiv, eigentlich viel zu ernten, wenn es denn wirklich reif wird. Aber ohne die Sonne sieht das alles mal schlecht aus. Und hier ist seit Wochen eigentlich kein schönes Wetter mehr. Ja, wirklich gut sehen inzwischen die Tabakpflanzen aus. Die sind hier schon richtig groß geworden. Und wachsen wie bescheuert, für die brauche ich eine neue Stellfläche bald. Hier sind die Kleinen, die jetzt mittlerweile auch groß werden wollen. Ich habe heute Erde geholt und werde die jetzt am Wochenende erstmal umtopfen. Kommen die auch in große Pötte, dann können die wachsen. Auch ganz schön und ja, bares Geld so gesehen. Hier auf der anderen Seite sieht es auch gut aus. Es wächst alles ordentlich. Da ist auch noch nicht viel zu sehen von irgendwelchen Pilzen oder sonst sowas. Manches wächst hier ein bisschen komisch. Keine Ahnung, was da dran war. Die hat auf jeden Fall irgendwie eine Macke. Die hingen ja sowieso hinterher, waren die letzten. Aber kommen jetzt auch. Da oben blüht es. Ja. Schauen wir mal, ob da was dran ist hinterher, was man noch ernten kann. Ich lasse mich überraschen. Hier unten kommt der Basilikum, da ist nochmal Basilikum. Dann haben wir hier vorne noch so ein paar Paprikas, da sind schon die ersten dran. Das könnten Chilis werden da vorne. Ja, und hier sind schon ziemlich große Paprikas. Groß ist immer relativ, aber ich freue mich über alles, was hier wächst, trotz des schlechten Wetters. Ja, der Kohl hat natürlich auch zu wenig Sonne gekriegt. Sieht so semi gut aus.
denke mal, das wird Chinakohl werden hier. Ja, daneben sind irgendwelche anderen Kohlsorten gewesen, die ziemlich splissig sind. Da hat irgendwas zugeschlagen, hat mir alles abgenagt. Ja, hier in den Pflanzschalen ist nicht mehr viel los. Das hat sich alles nicht gelohnt, noch umzusetzen. Ohne Sonne ist da nicht viel. Hier sind noch ein paar Kohlsorten. Vielleicht kommen die noch in einen anderen Pott rein. Aber wenn wir nicht bald besseres Wetter kriegen diesen Sommer, dann brauche ich hier gar nichts mehr von einsetzen. Das lohnt sich alle nicht. Ja, das Kräuterbeet hat sich auch komplett gewandelt, ist mächtig groß geworden. Ich habe keine Ahnung, was da alle drin wächst. Ich lasse das einfach vor sich hin wachsen. Und ja, schauen wir mal. Mir geht es hauptsächlich um Saatgut und hier ist alles am Blühen. So, noch ein kleiner Blick auf die Kartoffeln, auf die Reste. Ja, es ist alles ein Trauerspiel. Hier ist eine ganze Menge braun schon und die Feuchtigkeit wird einfach nicht weniger. Ja, ich werde jetzt hier abschneiden und werde die ganzen Sachen entsorgen, damit sich das nicht noch weiter verteilt. Hat einfach keinen Sinn, es war zu feucht dieses Jahr und hier ist einfach alles irgendwie hinüber. Ja. Und ich habe es euch ja gesagt, das Herzgespann wird mächtig explodieren. Hat jetzt hier den ganzen Bereich eingenommen und fängt auch an zu blühen. So sieht das aus. Und hier ist eigentlich immer alles voll mit irgendwelchen kleinen Flugtieren, die sich an den Blüten bedienen. Ja, die Blüten sehen so aus. Und da ist auch schon mal ein kleiner Besucher. Das ist lecker, ne? Ja, die sind noch nicht so richtig am Ausstrahlen. Normalerweise verbreiten die einen wahnsinnigen Duft, aber die Blüten gehen so gerade auf. Und dann ist hier ruckzuck alles voll mit Viehzeug. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Tier ist. Sieht aber lustig aus. Ja, schauen wir mal, wenn das in voller Pracht steht, dann ist hier richtig was los. Ich habe es ja mal irgendwann erwähnt, dass hier dieser Busch beim Bäumefällen kaputt gegangen ist oder abgeknickt wurde. Da habe ich den hier einfach reingestellt. Ja, und der blüht weiter, fühlt sich wohl. Ja, kleines gutes Werk getan. Ich bin immer noch nicht sicher, ob das Kamille ist oder nicht, weil es ist ein bisschen rosa. Ja, und in dem Kühlschrankhochbeet wächst auch wieder alles Mögliche vor sich hin. Da unten ist sogar noch der kleine Salat, der es bis jetzt überlebt hat, trotz des Hochwassers. Ja, und hier oben sind die Blüten von den Porree-Stangen. Also da geht auch so einiges ab, wenn wir ein bisschen besseres Wetter haben. Im Moment ist wenig Flugtier unterwegs. Es ist ja auch mehr am Regnen als alles andere. Ja, dann wollen wir mal. Ich habe mir gerade eine Natronlauge gemacht. Das Rezept dafür. Ich habe hier in der Pulle 2 Teelöffel Natron, 1 Teelöffel Öl und 1 Teelöffel Spülmittel. Wasser drauf, kräftig schütteln und ja, dann auf die Tomaten, in der Hoffnung, dass es hilft. Wir werden sehen. So, alles eingesprüht, wobei bei der einen hier mache ich mir nicht mehr wirklich viel Hoffnung. Da sind schon Flecken auf dem Stiel. Ja, wenn die nicht mehr will, dann schneide ich die ab. Die hat auch noch keine Früchte, wie es aussieht. Ja, doch, hier das eine Pisselding, was auch nicht so doll ist. Ja, vielleicht haue ich die auch gleich noch raus. Das ist einfach hier die am meisten befallene
und wo auch am wenigsten von zu erwarten ist wahrscheinlich. Ja, ich möchte nicht, dass das hier überall reinschlägt. Das wäre echt ärgerlich, wenn mir die jetzt alle hops gehen, ohne dass ich was ernte. Dafür war der Aufwand wirklich viel zu groß. Hätte ich es mir auch bei Aldi holen können. Nein, ich will keine Tomaten vom Aldi. Ja, schauen wir mal, wie das so weitergeht. Nächste Woche soll ja mal wieder schönes Wetter kommen für ein paar Tage. Naja, wir werden sehen. Weißt du, was Kacke ist? Wenn man eigentlich ganz viel Holz hat, was man jetzt hacken könnte, weil es ausnahmsweise mal halbwegs erträgliches Wetter ist. Ja, aber dann hat man seinen Hackklotz und das Ding ist sowas von fertig. Der ist komplett morsch, da geht gar nichts mehr. Ja, und hier hinten in den Brennnesseln liegt der nächste. Der ist auch völlig morsch. Ja, jetzt muss ich mir erstmal überlegen, wo ich einen neuen Hackklotz wegkriege. Da hinten, hinter diesem Urwald, da in der Ecke, ist noch einiges unter Folie an Holz. Das ist auch das, wo ich sowieso ran muss. Deswegen, nächste Woche ist hier jetzt erstmal die Sense aktiv. Und dann werde ich hier mal die ganzen Brennnesseln wegmachen. Ich hoffe, dahinter ist noch was Brauchbares unter der Folie. Ich weiß ja nicht, was Sie sagen. Sie sind ziemlich energisch. Hallo, mein Kleines. Da zwischen den Büschen sitzt mein kleines Humpelchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag. Der Himmel ist mal wieder dicht. Ja, ich werde mich heute weiter hier drum kümmern und mal sehen, dass ich das Holz wegkriege. Und anschließend ist da hinten der Urwald dran. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Es ist schon wieder Regen angekündigt. Dahinter stehen die ganzen Glasscheiben. Die müssen alle verkauft werden. Ja, ich werde mal sehen, dass ich hier weiter aufräume und Vorrat schaffe. Lust habe ich keine, aber ja, es macht ja sonst keiner. Ne, Dicker, willst du ein bisschen Holz hacken? Ja, das sind die Reste von dem ersten Hackklotz. Ja, und das ist der zweite. Ja, damit war nichts mehr anzufangen. Ich muss mich jetzt erstmal auf die Suche machen nach einem anderen Hackklotz, sonst kriege ich das Holz nicht klein. Ja, eine Alternative könnte da oben liegen. Das ist so eine, ja, ich glaube, 3 Meter lange Bahnschwelle. Die ist auf der einen Seite runtergefallen, versperrt da den Weg nach oben für die Hunde. Und auf der anderen Seite hängt sie oben auf der Kante. Die war eigentlich als Randbegrenzung mal da drauf. Die wird wahrscheinlich auch schon ganz schön morsch sein. Aber eventuell kann ich mir daraus noch einen Hackklotz schneiden. Ich muss das Ding bloß irgendwie heile da runterkriegen. Also anheben ist kaum möglich. Ich kann nur versuchen, die irgendwie auf der Seite, wo es sowieso schon ein bisschen runterhängt, weiter zu befördern. Und dann irgendwie hier unten gleich klein zu schneiden. Ja, mal schauen, ob das klappt. Anheben geht aus dem Grunde nicht, weil ich da oben überhaupt keinen Halt finde. Das ist ja wahnsinnig steil. Und das Ding ist sauschwer. Also ich weiß nicht, wie viel die wiegt, aber ich habe schon versucht zu bewegen. Da ist kaum eine Chance. Ja, schauen wir mal, ob ich die hier nach unten befördert bekomme. Der erste Schritt ist geschafft. Da ist das Schätzchen. Ja, von hier vorne ist er mächtig angegriffen. Ich werde jetzt mit der Motorsäge schauen, dass ich da durchkomme. Ich hoffe, die Kette packt das. Je nachdem, wie fest das Ganze ist, ab da, wo es ein bisschen fester wird, mache ich mir so ein 80 cm Stück und dann mit Kleinholz gehackt. Ich habe das mal gerade versucht. Also ich komme da rein, aber das dauert ewig und die Kettensäge gibt echt dabei auf. Ich weiß nicht, was das für ein Holz ist. Ich denke mal Eiche oder sowas. Wahnsinnig hart, obwohl es eigentlich schon brüchig ist. Ja, ich muss mir was anderes überlegen. Keine Ahnung, wie ich das Ding kaputt kriege. So,
mal kurz den trockenen Moment nutzen. Es hat eben schon wieder geregnet. Es ist ein Sommer, ein Träumchen. Ja, hier vorne ist jetzt auch das Holz weg. Langsam lichtet sich alles. Hier drin wird es langsam immer voller. Die erste Hürde ist schon fast genommen. Und hier drüben hat sich auch schon so einiges angesammelt. Ja, das soll jetzt mal alles schön vor sich hin trocknen. Und dann kommt das noch besser getrocknete oben drauf. So habe ich auf jeden Fall Reserve bis ins Frühjahr rein. Es läuft, auch wenn es anstrengend ist. Ja, und hier daneben ist ja abgedeckt. Darunter ist auch trockenes Holz bis oben hin. Hauptsächlich Paletten. Ja, das ist noch übergeblieben vom letzten Jahr. Also im Großen und Ganzen, mir reichen die beiden Felder hier. Wenn ich die bis oben voll habe, dann ist Ruhe. Und nach da ist ja noch genug Reserve. Ja, ich komme mich jetzt hier so langsam durch Richtung trockenes Holz. Ja, hier steht noch ein Fenster. Da vorne war mal geplant, ein Treibhaus hinzustellen. Ja, hat sich alles erledigt. Die ganzen Fenster kommen jetzt weg. Und ja, ich werde mich jetzt mal hier durch den Urwald kämpfen und werde mal versuchen, hier von dieser Seite ranzukommen. Da oben drüber ist zum großen Teil überdacht und das Holz ist auch noch unterer Folie. Ich weiß noch nicht, was mich da erwartet, aber das liegt da seit ein paar Jahren. Ja, aber wenn man ausziehen will, dann muss man auch sehen, dass man die ganzen Ecken sauber kriegt, die man im Laufe von 15, 16 Jahren gesammelt hat, irgendwie wieder befreit kriegt von dem Zeug. Ja, so ist das. Aber ich gebe so schnell nicht auf. Ja, es gibt so Dinge, an die erinnert man sich. Und dann gibt es so Dinge, da will man sich scheinbar nicht dran erinnern. Jedenfalls hatte ich es vergessen. Hier schaut so aus. Da liegt noch haufenweise Styropor. Ja, ich hatte das ursprünglich für das Treibhaus da vorne. Da sind schon Hochbeete gebaut, die eigentlich in dem Treibhaus hinterher verbaut sein sollten. Die habe ich isoliert mit diesen Styroporklötzen. Der Rest sollte eigentlich wieder zurück zu der Firma, wo ich damals gearbeitet hatte. Das ist alles Verpackungsmaterial. Dummerweise wurde ich dann gekündigt in der Zeit. Und ja, das muss ich auch noch irgendwie loswerden. Ja, aber erfreulich, da vorne sind so ein paar dicke Stämme. Ich glaube, die lagen da, weil ich so viel Respekt hatte, die klein zu kloppen. Aber ich hoffe, da ist jetzt ein vernünftiger Hackklotz dazwischen. Ich werde das jetzt mal auseinanderpuddeln und werde mal versuchen, klein zu machen. So Leute, das Tagwerk ist erledigt. Hier ist alles weg. Da vorne sind noch die etwas längeren, die muss ich nochmal mit der großen Säge bearbeiten. Mein temporärer Hackklotz hat relativ gut gehalten. Hier in dem oberen ist noch ein relativ stabiler Kern. Das ging noch. Die sind beide schräg geschnitten. In dem Moment, wo man sie übereinander stellt, ist es gerade oben. Ja, das hat zumindest geklappt. Ich zeige euch mal, wie es hinten aussieht. Hier in dem rechten hat sich nichts getan. Da ist kaum was dazugekommen. Ja, aber hier sieht doch schon richtig gut aus. Ich bin jetzt an der Palettengrenze von der Befüllung her. Habe es relativ gut verteilt und das meiste auch klein gehackt. Nicht alles ging. Manche waren echt stark verästelt. Aber ja, wieder 2 Kubikmeter mindestens dazugekommen. Es geht voran. Aber jetzt ist Feierabend hier unten. Ich habe sowieso nichts mehr, es sei denn, ich mache in der Chaos-Ecke da vorne weiter. Nein. Ich gehe jetzt nach oben, werde die Kartoffeln abschneiden und in den Mülleimer werfen. Und dann geht's mit der Solaranlage weiter. Für heute habe ich echt genug. Ich habe Rücken. So, bis morgen. Ja, und so sehen die Reste der Kartoffeln aus. Alles in der Plastiktüte und direkt in Restmüll. Tag Spinne, wo kommst du denn her?
Gut, dass wir uns eben nicht getroffen haben. So, Dalle, inzwischen Dienstagmorgen. Heute Nacht hat es ausnahmsweise geregnet. Jetzt kommt so gerade ein bisschen die Sonne durch. Mal schauen, wie der Tag so wird. Ja, der Himmel ist noch ganz schön wolkig, aber es gibt Hoffnung. Hier ist natürlich alles klitschenass. Ja, das Kartoffelgrün habe ich ja gestern abgeschnitten. Das hier ist ein riesengroßer nasser Haufen. Im Moment brauche ich da an gar nichts zu denken. Es muss noch ein bisschen abtrocknen und dann werde ich mal die Erde rausnehmen. Ja, hier hat irgendwas gewohnt. Ich denke mal, da werden auch dementsprechend Opfer gefunden worden sein bei den Kartoffeln. Ich glaube nicht, dass ich viel raushole. Hier sind die nächsten zwei Höhlen. Die sind heute Nacht entstanden. Die waren gestern Abend noch nicht da. Ja, irgendwas ist hier drin und irgendwas wird wahrscheinlich auch meine Kartoffeln dementsprechend geerntet haben schon. Ja, schauen wir mal, was draus wird. Ich hoffe, es wird in den nächsten Tagen ein bisschen abtrocknen und dann gibt es vielleicht noch ein paar Frühkartoffeln. Aber viel Hoffnung habe ich eigentlich nicht mehr. Ja, zwischendurch mal ein kleiner Blick hier hinten auf diese Bäume. Inzwischen liegt da eine voll auf zwei Leitungen auf. Ich habe ja dem RWE Bescheid gesagt. Der andere da drüber liegt auf den nächsten zwei Leitungen. Sie wollten ja auch ganz schnell handeln. Es war ja auch jemand hier, hat sich das angeguckt. Und als sie noch dachten, das wäre auf meinem Grundstück, sollte das ganz schnell bearbeitet werden. Als ich dann sagte, nee, das steht gar nicht auf meinem Grundstück, ich habe es nur gemeldet, seitdem kümmert sich keiner mehr drum. Sie hatten zwar noch einen Termin, hier hinzukommen, da war aber keiner da. Ja, und jetzt ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es hier richtig knallt und dementsprechend da oben die ersten Kurzschlüsse entstehen. Ja, ich bin total begeistert. Ich zoome mal ein bisschen ran, vielleicht sieht man es dann noch besser. Ich bin gespannt, wie lange das hier noch gut geht. Zumal ja auch jeden Tag hier Regen ist ohne Ende. Hallo, guten Morgen. Na, guckst du mir schon wieder zu? Ja, es regnet. Dann setzt man sich unter das Abdach. Ja, wer hätte das gedacht? Kaum, dass mal die Sonne da war, ist der Himmel schon wieder komplett dicht. Ja, es ist einfach toll, was hier in Deutschland passiert. Ich bin schon dabei, hier das nächste Holz alles zusammenzusammeln. Da ist die alte Balkonbekleidung. Die soll jetzt kleingeschnitten werden. Ja, ich habe ja hier mein Abdach. Das ist ganz schön, aber irgendwie ist das Wetter sowas von ungemütlich. Ja, ich komme da hinten nicht so richtig weiter. Es ist alles nass. Momentan tröppelt es nur noch, aber eben war es richtig am Schütten. Ja, da ist es wieder. Es ist immer in meiner Nähe, wenn ich hier draußen bin. Ist einfach unglaublich. Ich liebe das kleine Scheißerle. Immer gucken, was ich mache. Ja, bei aller Liebe zur Natur. Heute hat das nicht wirklich Sinn, draußen was zu machen. Es ist echt zum Kotzen mit dem Wetter. Da die Sonne gerade doch noch ein bisschen rauskam, habe ich hier schon die ersten Bretter weggenommen. Dann kann das ein bisschen besser trocknen. Aber ich glaube, hier sind ein paar Ameisen. Ganz schön stinkig auf mich. Ja, hier war alles irgendwie komplett unterwandert. Die ganzen Eierchen liegen da. Und hier ist gerade Riesenaufstand. Ja, seht mal zu, wo ihr das alles hintragt. Ich kann es euch nicht sagen, was jetzt der beste Weg für euch wäre. Ich würde ausziehen an eurer Stelle. Aber ist schon geil, was die so bauen, oder?
Tja. Das Bild wird nie im Leben hier noch mal trocken. Kein Wunder, dass ich hier komplett absaufe. Hier hinten steht alles unter Wasser. Die Regenrinne läuft über und da hinten steht das Wasser 10 cm hoch bis zum Stall. Direkt vorm Haus. Unten läuft das Wasser durch den Schornstein ins Haus rein. Bin total begeistert. Ja, ein neuer Tag. Ausnahmsweise mal kein Regen. Ich bin ganz begeistert. Der Himmel ist zwar ziemlich bewölkt, aber es kommt tatsächlich zwischendurch mal ein wenig Sonne. Ja, ich werde heute anfangen, auch wenn es eine Höllenarbeit ist und blitzschnass, hier das Beet wegzuräumen. Ich hoffe, ich kriege das komplett weg, weil ich muss die Halter für die Solaranlage bauen. Und das kann ich hier auf der Terrasse am allerbesten. Ich weiß auch nicht, wann ich da in der Schräge weiterkomme. Ja, daher Hubschrauber. Ist bestimmt wieder einer ohne Kennung. Nee, es ist ein Flugzeug. Ja, hier sind jeden Tag irgendwelche Flieger. Und wenn man dann nachschaut, sind das irgendwelche Dinger ohne Kennung. Ja, wie auch immer. Das Ding wird jetzt hier heute abgeräumt, damit ich die Panels bauen kann. Ich habe zwar zum dritten Mal jetzt im Baumarkt kein Holz gekriegt am Wochenende, aber ich hoffe, ich komme mit meinen Resten ein bisschen weiter, weil das dasselbe Holz noch ist. Die kleinen Ameisen waren echt fleißig gestern, noch vor dem Regen. Also das war vielleicht eine halbe Stunde, wenn überhaupt. Dann war hier nichts mehr zu sehen von Eiern oder sonst irgendwas. Hier unten ist alles weggeräumt. Ich weiß nicht, wo sie sich hin verzogen haben. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Und ich werde jetzt beim Auseinandernehmen nicht allzu viel finden. Ich hoffe auch, dass da in den Löchern nicht das drin ist, was ich momentan vermute. Ja, schauen wir mal. Ja, jetzt zeigt sich der Vorteil von dem steckbaren Hochbeet. Ich brauche das einfach nur hier mit dem Rechen runterrakeln. Und ich habe gerade schon das erste Erfolgserlebnis. Da ist tatsächlich schon eine Kartoffel drin. Ja, schauen wir mal, was ich hier finde. So, es geht voran. Ich habe hier schon so einiges weg. Meine Freunde von gestern sind auch wieder da. Ja. Hier ist wieder totale Aufregung. Ja, tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Ihr könnt da hinten auf dem anderen Haufen bald weitermachen. Ja, die Ernte bislang, ich würde sagen, ist eher so semi-professionell. Ja, ich habe ja auch nichts erwartet bei der Feuchtigkeit. Mal schauen, was ganz unten noch ist. Aber ja, viel Hoffnung habe ich nicht. Langsam aber sicher geht's voran. Die Ernte ist wirklich grausam dieses Jahr. Ich wollte euch mal gerade was zeigen. Hier ist auch wieder gerade so ein enger Link. Also von den Dingern habe ich jetzt schon haufenweise gefunden. Wir sind jetzt auch genau auf der Stelle, wo die Eier von den ganzen Ameisen waren. Und ich meine, ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Ameisen die sogar gezielt züchten, weil die irgendwas von denen gebrauchen können. Ja, auf jeden Fall habe ich hier haufenweise schon gesehen und das kann irgendwie im Zusammenhang stehen. Es war vor allen Dingen hier in der linken Hälfte. Rechts habe ich keinen einzigen gefunden. Einer war hier noch ein bisschen weiter über der Kante, so gerade. Aber eigentlich dieser ganze linke Bereich hier, bestimmt 10 Stück von den Dingern. So, Lelle, fast alles geschafft heute. Ich habe keine Lust mehr, ich habe Rücken. Meine Schaufel ist jetzt eine Einhandschaufel geworden.
Aber das linke Fach ist komplett leer. Hier in dem Blumenpott, ja, der ist gut halb gefüllt, mehr als halb, ist ein 10-Liter-Pott. Sieht man so das Ergebnis bis jetzt. Ganz viele kleine, aber auch ein paar schöne dazwischen. Ja, morgen geht's weiter. Irgendwelche komischen Tiere habe ich nicht gefunden. Aber jetzt werde ich mir erstmal was Schönes zu essen machen und die Beine hochlegen. Ich habe Rücken. So, Leute, ein neuer Tag. Wir haben herrlichen Sonnenschein. Das Wetter wird heute schön. Ja, meine Kartoffelernte. Ein paar kommen noch dazu. Ich werde mich jetzt hier mal um den Rest kümmern und dann das Beet hier komplett abreißen und sehen, dass ich die Terrasse freikriege. Und dann geht es dabei weiter Bäume fällen und Brennholz machen. Ich muss die Zeit des schönen Wetters unbedingt nutzen. So, das wäre erstmal geschafft. Jetzt wird weiter abgebaut. Dann wird die Ecke hier frei. Das Ergebnis ist das hier. Ja, der Blumenpott ist fast voll bis oben hin. Es sind auch tatsächlich ein paar größere dabei. Aber ich habe hier so komische Effekte. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die haben so leichte weiße Stippkes drauf. Ein paar von denen. Nicht alle. Ich weiß nicht, was es ist. Muss ich mal nachgoogeln. Wenn es einer weiß, schreibt es mir mal in die Kommentare. So, Lalle. Das meiste ist erledigt. Ein paar Schrauben noch lösen, dann ist der Rest auch klein. Ja, damit ist die Ära Hochbeet erstmal beendet. Ich hoffe, ich muss sie nächstes Jahr nicht wieder aufbauen und bin dann längst weg. Aber wer weiß, was noch so kommt. Erstmal wird das Ganze eingelagert. Aber jetzt gehe ich erstmal ein paar Bäume fällen. Ja, und zwar geht es heute um die Bäume hier vorne. Wie man sehen kann, geht hier vorne die Telefonleitung quer über den Hof. Das heißt, ich muss die so fällen, dass die nicht nach vorne drauf fallen. Ich habe noch nicht so richtig den Plan. Ich werde mal versuchen, erstmal den hinteren zu schneiden. Der kann sich dann auf die vorderen drauflegen. Ja, und dann mal schauen, wie das so weitergeht. Und als nächstes ist dann der da vorne dran. Ich habe heute noch mal beim RWE angerufen, das wird man von hier unten nicht sehen. Aber die oberen Leitungen werden jetzt schon komplett zusammengedrückt. Die haben noch 10 cm Abstand bestenfalls. Der Baum liegt an mehreren Stellen komplett auf und drückt schön dagegen. Ich bin gespannt, wie lange ich hier noch Strom habe. Ja, schauen wir mal. Das hier muss noch alles weg. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich da vorgehe. Da will ich aber erstmal das andere weg haben. Vielleicht kann ich ja die vom RWE, wenn sie kommen, überreden, dass sie mir den großen hier auch köpfen. Weil wenn der umfällt, liegt der garantiert auf der Leitung. Da müsste ich bis oben reinklettern und ja, dafür bin ich einfach zu alt. Und mit Höhenangst ist das ganz schön schwierig. Ja, schauen wir mal, wie weit ich heute komme, wie es geht. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen freischneiden und dann da ein bisschen fällen. Ja, der erste ist gefallen. Er hat sich hier so ein bisschen auf die Telefonleitung draufgelegt und ist dann an den anderen Stämmen, wie gewünscht, entlang gerutscht und hat dann die Richtung ein wenig geändert. Ja, das war schon mal erfolgreich. Ich habe den noch nicht ganz unten erst geschnitten, sondern das sieht man ja noch. So in Höhe 1,50 Meter etwa. Ja, beim nächsten Schnitt wird das jetzt ein bisschen schwieriger. Ich muss mal sehen, ob ich da irgendwie von oben was mit dem Draht festmachen kann, dass der nicht so weit kippt oder so. Ja, erstmal einen kleinen Moment Pause. Das ist ganz schön anstrengend gewesen jetzt. Und ja, ich freue mich, dass die Ecke langsam frei wird. Endlich mal wieder Sonne, ne? Hm? Willst du ins Bild? Ich will auch, ich will auch.
Die sind nur am Genießen. Endlich mal kein Regen. Ja, von hier oben sieht das jetzt so aus. Als nächstes muss jetzt hier der rechte Baum weg. Der überlappt so ein bisschen oben zu dem anderen hin. Das heißt, er dürfte da eigentlich nicht in die Richtung weiterfallen. Er hat aber insgesamt einen Drall nach links, was sehr ungünstig ist. Allerdings auch von der Seite hängt er ziemlich nach vorne und kriegt den Druck dahin. Ja, ich könnte jetzt mal versuchen, ob ich da oben irgendwie ein Stückchen Draht reinbekomme. Ziehe den so ein bisschen hier in meine Richtung jetzt. Weil, ja, wenn der Telefon gekillt würde, das wäre schlecht. Und den hintersten hoffe ich gleich oben aus dem Fenster zu erwischen. Ja, immer, hier ist was los, ne? Ja. Da liegt der zweite, genauso wie er soll. Die Leitung ist immer noch da. Ich habe erst versucht, den ein wenig rüberzuziehen. Keine Chance, war einfach viel zu fest. Und der Spanndraht hat aufgegeben. Ja, ich habe ihn so geschnitten, volle Länge. Und habe den auf den anderen, ja, abgestützt, ganz langsam umkippen lassen. Und dann hat das funktioniert. Ja, einer ist noch. Aber es war wirklich abenteuerlich hier hinten. Ich meine, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber da oben ist alles massiv rutschig, flutschig, steil. Ich bin da eben ein paar Mal massiv auf die Schnauze gefallen und habe da kaum Stand gekriegt beim Sägen. Ja, war abenteuerlich. So, weiter geht's mit dem dritten. Und dann ist hier die Ecke frei. Ja gut, noch die kleinen Stümpfe wegmachen, aber es wird langsam. Ja, und irgendwie muss ich heute noch Brennholz schneiden. Sonst werde ich hier nicht mehr vom Hof kommen. Ja, ich weiß nicht, welcher Briefträger das ist, aber da ist ein Briefkasten, ne? Kann eigentlich jeder erkennen, der hier vor der Tür steht, ne? Und irgend so ein Pfiffikus legt mir hier die Post einfach immer in die Hecke irgendwo. Und ja, die Briefe verschwinden, sind klitschenass. Kann ruhig regnen, der liegt doch da einfach hin oder die, ich weiß es nicht. Es ist wirklich zum Kotzen. Ja, schaut euch das an. Ist das nicht geil, was hier plötzlich für ein Licht reinkommt? Ja, der Kohl wird es mir danken. Vielleicht kommt tatsächlich noch ein bisschen was davon. Ja, hier von der anderen Seite sieht das gerade so aus. Da unten liegt alles. Ich hab's gepackt. Die Leitung hängt noch. Ja, die sind alle sehr schön gefallen, so wie ich es gehofft habe. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen aufräumen. Und dann ist dieser Hang hier bereit für die Solarpanel-Unterkonstruktion. Mal schauen, wie viel Lust ich gleich noch habe, hier noch Kleinholz zu machen. Im Moment geht mir ein wenig die Luft flöten. Aber hier ist endlich alles frei. So, neuer Tag. Ich bin immer noch ganz begeistert von der Freiheit hier. Ja, heute wird wieder Brennholz gemacht. Ich sehe zu, dass ich da hinten den Haufen wegkriege, damit ich auch noch irgendwie einkaufen fahren kann. Ja, ich weiß es nicht, ob es hier mit dem Bäumchen zu tun hat. Ich weiß auch nicht, ob ihr das genau sehen könnt, wie eng die Leitungen jetzt schon beieinander sind. Ja, der Baum liegt auf drei Leitungen komplett auf und drückt die oberen beiden sehr stark gegeneinander. Ja, und bei mir ging gerade die Musik aus. Ich habe keinen Strom mehr. Ja, ich weiß nicht, ob die Herrschaften jetzt meinen, sie kommen jetzt und fällen die Bäume, ohne dass sie vorher Bescheid sagen. Oder was sonst los ist. Auf jeden Fall ist kein Strom mehr da. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ja, zwischendurch mal ein kleiner Blick von hier unten auf das Ergebnis von gestern. Hier ist alles voll mit Buschwerk. Ja, und da oben hat sich alles gut gelichtet.
Und ich glaube, wenn das hier links jetzt auch noch wegkommt, dann habe ich hier ganz gute Karten, dass auch ein bisschen mehr Sonne da oben ankommt. Ja, ich bin da oben noch am Aufräumen und alte Pötte leer machen, Erde sammeln, Holz sammeln und so weiter. Aber es wird langsam ordentlich und man sieht die ersten Erfolge. Ich bin echt froh. Ja, Große. Bevor ich mit den großen Teilen anfange, wollte ich mich eigentlich erstmal um das hier kümmern. Das sind schon Bretter und so weiter, die ich von da hinten alle vorgekramt habe. Ja, dank Stromausfall geht das hier erstmal nicht. Ich muss mal gucken, was ich jetzt als nächstes mache. So, mal Zeit für so einen kleinen Zwischenstand. Von dem Hochbeet ist nichts mehr zu sehen. Die ganze Erde habe ich hier vorne jetzt aufgestapelt. Also, das ist schon ein ganz massiver Haufen da. Und ja, da ist jetzt noch einiges dazugekommen von irgendwelchen Pötten, die hier noch rumstanden. Ja, da vorne ist alles zugewachsen inzwischen. Das wird auf jeden Fall eine Spielwiese jetzt für die Motorsense. Da werde ich irgendwann reingehen am Wochenende, wenn es die Zeit hergibt. Ja, hier vorne der Busch. Wir hatten ja eigentlich ein Abkommen, dass er nicht mehr so groß werden wollte. Ich glaube, der hat jetzt seine Chance vertan. Der wird jetzt ganz geköppt. Es hat einfach überhaupt keinen Wert hier, irgendwas zurückzuschneiden. Das ist innerhalb kürzester Zeit sofort wieder da. Ja, hier die Ecke ist auch frei. Da vorne sind noch meine Saatgutlieferanten. Die sind mittlerweile so 1,70 Meter hoch. 1,80 Meter teilweise, haben alle überall Blüten. Und das wird auf jeden Fall das nächste Saatgut werden. Da habe ich auf jeden Fall wieder genug für meine Salate nächstes Jahr. Wer weiß, was dann kommt, aber schauen wir mal. Ja, langsam wird es lichter. Da oben, die Tachrinne ist proppevoll, wie es aussieht. Ja, kein Wunder, dass hier nichts mehr abfließt vernünftig. Auch da hinten, das sieht mir sehr nach absoluter Überfüllung der Dachrinne aus. Ich habe jetzt schon einiges rausgerissen da oben an Ästen. Und ja, da ist auch so einiges runtergefallen. Für den Rest hier muss ich jetzt hinter den Zaun und muss dementsprechend ja erstmal mich hier um die Brennnessel kümmern. Und das ganze Zeug, was da so ist, ja, ich komme einfach nicht hinterher mit der Arbeit. Denn jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich unten den Hof frei kriege, weil sonst komme ich morgen nicht zum Einkaufen runter und habe mir die Ausfahrt selber dicht gemacht. Also heißt es jetzt erstmal Holz schneiden und Holz hacken unten. Ja, von hier oben sieht es inzwischen schon wieder so aus. Da ist schon wieder ein Riesenberg. Ja. Aber ich sehe das eigentlich nur alles als Notfallversorgung und Vorsorge. Ich sag mir, das ist alles Energie, die da liegt. Und die Energie, die ich jetzt reinstecken muss, die kriege ich x-fach zurück. Auf geht's. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin so was von im Arsch. Mahlzeit. So, neuer Tag. Weiter geht's. Ich habe hier gestern noch ein bisschen was von dem Holz geschnitten. Und auf der anderen Seite habe ich mir hier nur den Weg frei gemacht mit der Baumschere. Da liegt jetzt der nächste Haufen, was klein gemacht werden muss. Ja, ich werde mal versuchen, mich heute hier durchzukämpfen und die ganzen dicken Stämme daraus zu schneiden und daraus Brennholz zu machen. Den Rest hier geht alles in Häcksler. Ja, schauen wir mal, was so passiert. Aber das Wetter ist zumindest schön im Moment. So, Leute, kleiner Zwischenstand. Das Zeug hier ist weg. Und hier auf der anderen Seite habe ich schon die großen Stämme alle rausgesägt dazwischen.
Bisschen vorsortiert. Jetzt werden die klein gesägt, passend, und dann wird gespalten. Ja, da unten läuft irgendwo ein Kompressor. Ich laufe auch aus. Ja, so schaut es hier jetzt aus. Das meiste ist weg. Und es ist schon erstaunlich, wie weit sich manche Sachen doch komprimiert unterbringen lassen. Das ist jetzt das ganze Zeug, was durch den Häcksler gehen soll. Beziehungsweise was ich auch mit der Baumschere klein kriege. Ja, es geht voran. Die meisten dicken Stämme sind hier weg. Gleich noch ein bisschen Kleinholz davon machen. Aber im Moment, ich mache jetzt eine Pause und trinke ein Bier. Ja, es ist garantiert schon irgendwo nach 4 in der Welt. Da mache ich mir keine Gedanken. Und außerdem ist Samstag. Ich habe alles Wichtige erledigt. Einkauf ist durch und zu essen habe ich auch genug da. Ja, Pause. Und auf dem Weg zeige ich euch nochmal das hier. Das sind im Grunde jetzt alle dicken Äste. Und ein paar von den dünnen, die ich auch mit der kleinen Kreissäge schneiden kann. Ja, ich glaube, da unten wird auch gerade mit der Kreissäge gearbeitet. Wir sind uns ja alle einig in der Straße. Na, Schlumpf? Ja, nach der Pause wieder so ein bisschen Tempo aufnehmen ist gar nicht so einfach. Ich werde mal sehen, dass ich hier weiterkomme. Wie gesagt, das ist alles trockenes Holz, was da liegt. Mit dem Styropor bin ich echt noch am Überlegen. Ich habe schon gedacht, ich hole mir Aceton und werde das mal ein wenig einschmelzen. Ja, der aktuelle Plan ist jetzt, erstmal da hinten den Urwald abzuholzen. Ich werde jetzt mal gleich die Motorsense in Betrieb nehmen und austesten. Und werde mich mal durch die Brennnesseln da durchforsten, dass man hier von allen Seiten wieder rankommt. Da liegen noch so einige Paletten und ja. Von da oben kommt ein Baumstamm runter. Also da ist so einiges an Holz. Hier die ersten kann ich auch alle fällen. Ich muss auf jeden Fall sehen, dass ich da irgendwie jetzt durchkomme. Und ja, die Brennnesseln kann ich oben für einen neuen Sud gebrauchen. Das ergänzt sich ganz gut. Ja, ich schmeiß das Ding mal an und schau mal, ob ich da irgendwie durchkomme. Erstmal mit dem Fadensensor. Und wenn das nicht reicht, dann kommt die Metallklinge drauf. Ja, noch ein bisschen näher ran gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, was hier los ist. Also diese ganzen Blüten hier. Es ist unglaublich, wie viele Bienen und Wespen und was auch immer hier überall drauf ist. So, ich weiß jetzt nicht, wie lange der noch aufgenommen hatte. Kamera war eben voll. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier schon mal gewütet. Erstes Fazit, das Ding ist geil. Aber ich habe ihn gerade auch schon zum Stillstand gebracht. Jetzt muss ich das erstmal da wieder rausfummeln. Aber die Ansprüche sind natürlich auch gigantisch hier. Also ich habe ja gedacht, mir fliegt das ganze Zeug um die Ohren. Aber ich bin jetzt hier wirklich schon massiv rein. Und ich habe nicht eine einzige Brennnessel abbekommen. Sehr geil. Ja. Es lichtet sich so wenig. Da hinten liegen schon wieder Paletten und alles Mögliche. Ich werde auf jeden Fall hier jetzt auch aufräumen. Ja, und darunter ist noch eine ganze Menge Holz. Das kann man jetzt auch mal zeigen. Verurteilt mich nicht dafür, wie es hier aussieht. Das hat 15 Jahre niemanden gestört. ja, da ist auf jeden Fall noch einiges an wirklich trockenem Brennholz, was man verarbeiten kann, wo ich mich jetzt beibegeben werde. Ja, nach und nach. Es haben sich so einige Ecken angesammelt,
die wirklich nicht gut sind. Aber wichtig ist, dass man sie irgendwann auch wegräumt. Und da bin ich jetzt bei. Und da oben ist noch so eine Dachrinne, die muss auch verändert werden. Denn die plätschert auch einfach nur irgendwie da runter in den Eimer rein und von da aus wieder unten in den Boden. Ja, schauen wir mal, wie es so weitergeht. So, jetzt komme ich ja ein bisschen näher hier dran. Ja, ich bin froh über jedes Tierchen, was in dieser Natur noch überlebt. Da hinten ist ein Riesengewusel. Ja, für heute war es das. Deswegen sage ich jetzt erstmal hier Tschüss und nehme das mal als Ende von diesem Teil meiner Selbstversorgergeschichte. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Wenn euch meine Arbeit gefällt, lasst ein Like oder Abo da. Und wenn ihr kommentiert oder teilt, freue ich mich noch mehr.